Core Gaming Production. EA Games. Challenge everything. Hey you guys, eine neue Akte öffnet sich. Die Need for Speed Underground Reihe. Okay, wow. Weitere Spiele aus den Anfang der 2000er Jahren. Need for Speed Underground 1 und 2. Oh boy. Ja, viele kennen die Spiele. Viele lieben sie. Und für viele ist es nur pure Nostalgie. Noch bevor ich Auto fahren konnte, war ich ein großer Racer. Naja, eigentlich nur virtuell. Need for Speed, Midnight Club, Forza und LA Rush haben mich in meiner Anfangs-PS2-Phase sehr heftig geprägt. Natürlich waren es nicht nur ausschließlich Racing Games, aber bis heute pflege ich einen guten Bezug zu solchen Spielen. Nun ja, was macht die Need for Speed Underground-Reihe so besonders? Ich war ja schon von den Vorgängern mehr als nur überzeugt. Need for Speed Porsche hatte mich fasziniert. Die ersten etwas sporadischen Tuning-Maßnahmen, die man am eigenen Porsche vornehmen konnte, waren etwas Besonderes. Auch Hot Pursuit, wo wir zwar nicht tunen konnten, aber in heftigen Boliden wie den CL500 vor dem Gesetz zu flüchten, war mega. Und dann kam Underground und veränderte die Szene für immer. Klar wollte EA damals auf den Hype von Fast and Furious aufspringen, keine Frage. Aber sie hatten den Nerv der Zeit getroffen. Underground war sehr gut und es machte auch mega Spaß. Aber so einen heftigen Nostalgieflash wie sein Nachfolger konnte er mir nie geben. Ich hatte sogar noch vor ein paar Jahren mit Soul eine kleine Challenge am Laufen. Wir wollten so schnell wie möglich Need for Speed Underground durchzocken mit unserem Anfangsauto, dem Mazda MX-5. Oh boy, war das ein Biest zum Schluss. Unschlagbar, mit mehr als 2 Minuten Vorsprung durch die Zielgeraden. Boah, erinnere ich mich gerne daran. Also bauten wir die PS2 von Soul auf, legten Need for Speed Underground ein und zockten drauf los. Instant-Nudeln und Softdrinks waren unser Lebenselixier in dieser Nacht. Eine sehr gesunde Ernährung, Kappa. Zwischenzeitlich war sogar die PS2 so heiß gelaufen, dass das Spiel freeste. Manchmal sogar bis zu 15 Minuten mitten im Rennen. Wir tauften sie liebevoll die Zwangspause mit dem gewissen Nervenkitzel, da es in jeder Minute weitergehen konnte. Wir waren echt verwundert, als wir nach ca. 6 Stunden durch waren. Man wurde halt über die Jahre so ziemlich verwöhnt von Spielen wie ein Witcher 3. Naja, das Ende vom Lied war, dass wir auch noch Need for Speed Underground 2 zur Hälfte in derselben Nacht durchjagten. Durch Need for Speed Underground ist bei uns auch eine dezente Rundkursphobie entstanden. Oh Mann, die Rundkurse waren manchmal echt beschissen, Vater. Eine sehr geniale Nacht in der Entstehungsgeschichte von CGP. Unvergesslich. Underground 2 war für mich auch etwas Besonderes, da wir eine recht unterhaltsame Story hatten. Die Vertonung der Charaktere auf Deutsch sowie auch auf Englisch sind bis heute noch sehr gut. Der Soundtrack wurde vom selben Dude gepickt wie bei den Fast-Filmen, was noch zu dieser Anfangszeit der 2000er sehr stimmig war. Das Tuning, keine Frage, war sehr umfangreich, aber wenn man an Midnight Club denkt, war es auch höchste Zeit. Bei Underground 2 hatte mir am meisten die Driftrennen gefallen. Von 0 auf 100 in die Querlage, ganz nah an die Bande ran und in den Driftzonen den Multiplikator hochjagen bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Man würde munkeln, dass ich damals der DK vom Bayview war, in meinem hochgezüchteten Nissan 180 SX. Wow, wenn ich schon daran denke, bekomme ich wieder Bock auf das Spiel. An sich sind die Spiele gut gealtert, aber natürlich nagte die Zeit an der Technik. Naja, es sind keine perfekten Spiele, aber es waren Games, an die man sich gerne zurückerinnert. Wer weiß, vielleicht bekommen wir ja irgendwann ein gutes Remake oder Remaster sogar. Wir dürfen ja noch ein wenig träumen, oder? Wie findet ihr die Need for Speed Underground Reihe? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Deswegen sage ich an dieser sensationellen Stelle, see you guys, abonnieren und bewerten nicht vergessen. Peace, euer Rockstar von CoreGamer Production. Bis zum nächsten Akte-Video.
Hey, you guys, hat's euch gefallen? Gut, nun gibt's ein paar Regeln, denen ihr folgen müsst. Regel 1, das Video wird nicht geteilt. Regel 2, das Video wird nicht geteilt. Regel 3, lass ein Däumchen da. Regel 4, wenn du dich mitteilen willst, kommentiere. Regel 5, wer neu ist auf dem Kanal, sollte abonnieren. Denn wir sind das, was nötig ist. Wir sind das, was du brauchst. Wir sind Core Gamer Production.